Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu The Last Door. Ja, wir haben jetzt schon einige merkwürdige Sachen gefunden. Der Patient, der eigentlich von uns wollte, dass wir sozusagen aktive Sterbehilfe leisten, haben wir dann im Sarg gefunden und einen Zettel auf seinem Bett, auf dem stand Baldwin Duke. Baldwin ist ja der Hausmeister. Also alles sehr merkwürdig. Mutter Elizabeth kümmert sich gerade um den Patienten, den wir aus dem Sarg befreit haben. Und damit ist natürlich der Weg frei, jetzt hier durch diese Tür zu gehen. Die Tür ist verschlossen. Okay, na, das kann man ja ändern. Wir haben ja den Schlüssel eingesammelt. Was ist denn jetzt los? Hi. Sieh nicht in seine Augen. Was? In wessen Augen? Wer bist du? Denn in der tiefsten Dunkelheit... ruht in seinen Augen. Was ist denn die tiefste Dunkelheit? Warte mal, was hat er gesagt? Also wahrscheinlich soll das heißen, denn die tiefste Dunkelheit ruht in seinen Augen. Aha. Komm herein, mein Sohn. Dachtest du, du könntest diese Bücher vor mir verstecken? Sie behandelt nur klassische Philosophie, Vater. Platon und Aristoteles. Schweig! Werkzeug der Lügen, meinst du wohl. Täuschungen von der Schlange kommt. Geh auf die Knie und strecke deine Arme aus. Entschuldige dich beim Herrn. Bete zum Herrn. Okay. Es ist lateinisch. Malum in se, das Böse selbst. Und hier ist das Auge. Ein seltsames, augenförmiges Symbol. Okay, das war offenbar gerade eine Erinnerung an... Ui, was ist das? An seine Schulzeit. Und überall diese Augen hier. Was hat es denn mit dem Auge auf sich? Oh, meine Güte. Auge des Vogels. Was bedeutet das? Ja, ich meine, wir hatten ja auch in dieser... ja, während der Hypnose, in dieser Vision, das Krähenauge, das wir da gesehen haben. Oh, Gottes Willen. Und überall Kreuze hier. Eine Reihe von Kruzifixen neben der Tür. Was hat es damit auf sich? Und da haben wir wahrscheinlich den Monsignore. Ich gehe mal davon aus, dass es Vater Ernest ist. Herr, deine Augen verbrennen mich. Ich verdiene weder Gnade noch Vergebung. O Herr, erbarme dich meiner Seele. Wer ist es, den du mir schickst? Ist es der Tod, dem du mich übergibst? Ist es das letzte Sandkorn? Ist das letzte Sandkorn bereits aus meinem Stundenglas gefallen? Vater Ernest? Ernest, es ist Jahre her, dass ich diesen Namen gehört habe. Seit... Oh, ich verstehe. Vater, ich bin hier, um meine Erinnerung wieder zu erlangen. Sie müssen mir helfen. Ich flehe sie an. Bitten, flehen, Gesuche, Gebete, Qual, Befreiung. Die Vergangenheit bringt uns nur Unglück und Schmerz. Vater Ernest, ich war einer ihrer Schüler... Einer meiner ehemaligen Schüler, sagt ihr. Nur der Herr lehrt uns. Wir alle müssen seinen Geboten und Disziplinen folgen. Komm näher, Sohn. Bete mit mir. Ich weiß nicht, ob wir mit ihm beten sollten. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Der provisorische Altar ist mit einer dicken Wachsschicht überzogen. Die fast ausgebrannten Kerzen erleuchten den Raum kaum ausreichend. Ein unheimliches Abbild des gekreuzigten Christus. Unerklärlicherweise ist sein Kopf von einem Tuch bedeckt. Okay. Eine Brandnarbe...
Eine Brandnarbe bedeckt seine Augen. Er ist vollkommen blind. Trotz seiner Hinfälligkeit, seinem dürren Körper und seiner Blässe kann ich ihn immer noch als Vater Ernest erkennen. Aber er scheint weit weg zu sein, wie in einer anderen Welt. Okay. Die Wände sind vollständig mit Kreuzen behängt. Der Akt eines verwirrten Geistes. Was soll ich jetzt machen? Ah, ich kann mit ihm reden. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Nun, mein Sohn, sag, welche ist des Herrn Stimme? Das scharfe Schwert, die weise Feder oder das harte Blütenblatt? Oh mein Gott, das ist jetzt bestimmt ein Test, den ich nicht bestehen werde, gehe ich mal von aus. Was ist des Herrn Stimme? Ich würde jetzt mal tendieren zur weisen Feder. Wohl scharfes Schwert könnte auch richtig sein. Ich denke mal, zartes Blütenblatt ist es schon mal nicht. Mal sehen, was passiert. Die weise Feder. Nein, 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 du bist in Sünde gehüllt. Nun, mein Sohn, sag, welcher ist des Herrn heiliger Weg? Die weise Tugend, die endlose Schuld oder die gesegnete Buße? Oh mein Gott. Die gesegnete Buße. Oh, jetzt wird er wahrscheinlich gleich durchdrehen. Ja. Nein, 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 deine Seele ist in Dunkelheit verhüllt. Und nun, mein Sohn, sag dem Herrn, wer du bist, der gesichtslose Pilger, der Wächter des Tores oder der verlorene Seemann. Ja, keiner davon. Der verlorene Seemann vielleicht, nachdem ich alles falsch beantwortet habe. Ich weiß es nicht. Ja, ja, das ist es, mein Sohn. Wir leben verloren in einem endlosen Ozean von Sünde und Schuld. Jetzt lass mich allein. Ich muss meine Seele reinigen. Ah, geh wieder rein. Aha. Ich weiß, dass du da bist. Hast du nicht gehört? Verlasse meinen Raum. Obwohl er blind ist, hat er sein gutes Gehör behalten. Ich muss mich in Acht nehmen, wenn ich mich bewege. Okay. Das Auge beobachtet mich. Eine alte, blutverschmierte Rasierklinge. Kommen wir an diesen Zettel ran? Ah, immer bewegen, wenn er sich bewegt vielleicht? Ah, Mist. Mal sehen, ob wir da vielleicht doch noch rankommen. Ich meine, das war jetzt schon mal gar nicht so schlecht, oder? Die vier Zeugen. Was labert der denn da? Na, komm, lauf noch mal ein Stück. Lieber Gott im Himmel, ich fühle für dich. Dein Licht ist in meinen Augen. Ich werde sie für dich verbrennen. Lieber Gott im Himmel, ich fühle mich in dir. Deine Augen sind in meiner Seele. Ich werde sie für dich verbrennen. Lieber Gott im Himmel, ich fürchte mich in dir. Dein Schwert ist in meinen Händen. Ich werde sie für dich verbrennen. Lieber Gott im Himmel, ich hasse mich in dir. Meine Schuld ist in deinem Herzen. Ich werde mich für dich verbrennen. Bitte was? Tschüss. Mit der Rasierklinge kann ich jetzt bestimmt erstmal den Wandteppich oben durchtrennen. Gut, wir haben jetzt zwar offenbar den Monsignore getroffen, aber so richtig geholfen hat uns das jetzt bisher nicht. Und dann habe ich auch noch alle seine Fragen falsch beantwortet. Das wird natürlich auch noch eine Rolle gespielt haben. Aber warum ist diese Rasierklinge blutig? Eine alte, blutverschmierte Rasierklinge.
Ich meine, vielleicht kann er sich einfach nur nicht rasieren. Wer weiß. Ich kann den dicken Wandteppich nicht nur mit der Rasierklinge durchtrennen. Meine Hände sind nicht kräftig genug. Dann können wir das ja vielleicht hier dran stecken. Wenn ich das hölzerne Treib gut als Griff verwende, kann ich damit schneiden. Sehr gut. Schneidewerkzeug. Und zu guter Letzt kommt unser Philosophie-Experte Jeremiah DeWitt. Wo warst du, mein Freund? Wir haben schon nach dir gesucht. Nun, wie ich bereits sagte, ist heute Nacht die ideale Zeit für unser nächstes Treffen. Aber ich befürchte, dass jemand außerhalb unserer Gruppe uns heimlich beobachtet. Wer ist es, Anthony? Mein lieber Freund, es ist Professor Glynn. Meinst du Vater Ernest? Mit Sicherheit, zweifelsfrei. Weshalb, meine lieben Kollegen, ich beschlossen habe, den Ort für unser heutiges Treffen zu verlegen. Habt ihr den Aufenthaltsraum hinter der schmalen Tür des Klassenzimmers bemerkt? Vorausschauend habe ich den passenden Schlüssel für unsere Zwecke ausgeborgt. Wie ihr wisst, werdet ihr um Punkt Mitternacht die Tür unversperrt vorfinden. Ich werde im Raum auf euch warten. Das ist alles, meine lieben Kollegen. Videte ne quisciat. Videte ne quisciat. Okay. Das war also Anthony. Und wir sind offenbar im alten Schlafsaal. Auch hier scheint sich ja nicht so viel verändert zu haben. Ich erinnere mich, dass wir in diesem Wandschrank einst unsere persönlichen Gegenstände aufbewahrten. Nun ist er leer. Bist du dir da sicher? Die Wände sind völlig verwittert. Vermutlich könnte ich ein Loch durch sie hindurchschlagen, sollte ich dies versuchen. Willst du es denn versuchen? Okay. Was haben wir hier noch? Lauter Betten. Ich erinnere mich, als Schüler in diesem Bett geschlafen zu haben. Was? Warum legst du dich da hin? Der Hase sprang durch den Wald an einem warmen Frühlingsnachmittag. Bitte, was zur Hölle? Als er gerade einen Busch durcheilte, traf der Hase auf Herrn Wolf, Herrn Geier und Frau Schlange, die gerade departierten. Oh, was ist das? Sieht aber jetzt alles komisch hier aus. Neugierig fragte Herr Hase sie: Meine Freunde, worüber streitet ihr nur an diesem schönen und heiteren Frühlingsnachmittag? Ja, wahrscheinlich, wer ihn fressen darf. Herr Wolf antwortet höflich: Wir versuchen zu entscheiden, wer die Freude haben wird, sie zu fressen. Verängstigt antwortet Herr Hase: Aber ich möchte nicht gefressen werden. Ich möchte leben. Was ist das denn? Träumt er jetzt hier oder was? Worauf Frau Schlange lächelnd entgegnete: Dies scheint unmöglich, Herr Hase. Denn wir alle, Sie und wir, werden früher oder später sterben. Ist es nicht so? Wo sind wir denn? Was ist das denn hier? Und Herr Geier ergänzt: Frau Schlange hat recht. Konzentrieren wir uns auf das bevorstehende Problem. Es wird spät und wie Sie sehen, können wir uns nicht einigen. Möchten Sie uns vielleicht dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, Herr Hase? Von wem würdet ihr denn gerne verspeist werden? Nachdem er eine Weile überlegt hatte Herr Hase eine Idee und schlug zögernd vor: Jetzt habe ich es. Weshalb veranstalten wir nicht ein Wettrennen? Dem Ersten, der die Waldlichtung erreicht, wird das Privileg zuteil, mich fressen zu dürfen. Zweifelsfrei kann Herr Wolf schneller laufen, doch kann Herr Geier jedem Hindernis im Flug ausweichen, während Frau Schlange gewiss eine Vielzahl von Abkürzungen durch den Wald kennt. Nun, was denken Sie? Oh, oh Gott, was ist das denn hier hinten alles?
Die drei Jäger hielten dies für fair und bald schon begann das Wettrennen. Nach kürzester Zeit waren sie im Wald verschwunden. Und der Hase wahrscheinlich auch. Herr Hase aber, erfreut darüber, die Jäger hereingelegt zu haben, begann schnell in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Eieiei, was ist das denn hier jetzt? Die Brust des Hasen, der nun weit weg und in Sicherheit war, schwoll vor Stolz, wenn er an sein Geschick dachte. Doch plötzlich ertönte ein lauter Knall. Die Erde bebte, Vögel flogen aufgescheucht davon und alles wurde dunkel. Ende. Oh Gott. Tschüss. An impossible love. Es gibt etwas, das ich für mich behalten habe, sehr lange schon. Es ist nun einmal so, dass ich dich liebe. Ich habe dich schon immer geliebt. Seit ich dich zum ersten Mal erblickt hatte, seit ich zum ersten Mal deine kalten Hände spürte. Jedes Mal, wenn ich mich von dir entferne, vermisse ich deine glasigen, leeren, toten Augen. Ich vermisse dein grobes Haar, deine graue Haut, deinen Gestank. Doch unsere Liebe darf nicht sein. Es ist eine unmögliche Liebe. The End. Nein, nicht schon wieder. Wie lange habe ich geschlafen? Was habe ich da gesehen? Im Albtraum fand ich einen Ort in meiner Erinnerung. Okay. Oh, gruselig irgendwie. Ein verstaubter Spiegel. Ich meine, gut, wir haben ja jetzt in seiner Erinnerung gehört, dass hinter dem Klassenzimmer noch ein Aufenthaltsraum ist. Da werden wir jetzt wahrscheinlich mal hingehen müssen. Also erstmal wieder Richtung Klassenzimmer und dann mal gucken, ob wir da irgendwas finden tatsächlich. So, dann müssen wir erstmal hier wieder rum. Ich frage es jetzt auch wirklich, was mit dem Monsignore ist. Aber, tja. Also mich würde schon mal interessieren, was mit ihm halt so passiert ist, so generell. Dass er jetzt so fanatisch ist. Offenbar hat er, vielleicht hat er auch eine Krankheit überlebt. Ich meine, er ist ja auch blind. Eine Brandnarbe, da muss ja irgendwas Schlimmeres passiert sein. Auch hier. Stimmt, wir haben hier eine Falltür gefunden. In meinem verstörenden Albtraum wurde ich an diesem Ort gebracht. Es ist die Falltür, die ich in meinem Albtraum sah. Aber hier dachte ich, wäre noch irgendwas. Hier ist aber scheinbar nichts, ne? Hier ist nur das. Im Tod liegt die Hoffnung, im Tod liegt das Leben. Man muss seine wahre Natur ergründen, um das Nichts zu verstehen. Wer weiß, was es damit auf sich hat noch? Steigen wir mal da runter, hä? Ein bestialischer Gestank zieht herauf. Irgendwas ist dort unten. Oh Gott. Oh Gott. Haben Sie es gesehen? Haben Sie es gesehen? Es war hier, direkt vor mir. Es schrie. Was? Sind das alles Leichen? Der verwesende Leichnam einer jungen Frau. Es scheint fast, als wäre ihr Körper von einem Tier angefallen worden. Was ist das, bitte? Überall auf den Wänden klebt getrocknetes Blut. Was ist das hier? Oh, eine Tür. Nee, da gehe ich nicht rein. Er zittert am ganzen Körper. Sein Körper geplagt von Schmerz und es gibt nur einen Weg, ihn von seinem Leid zu erlösen. Mögest du in Frieden ruhen. Okay, hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Mit den Tragbaren wurden die Leichen hier heruntertransportiert. Wer steckt hinter all dem? Ja, das ist mal eine interessante Frage. Hier liegen ja Haufen weiße Leichen.
Er ist vor mindestens einer Woche gestorben. Dennoch ist sein Ausdruck von Furcht gezeichnet. Ja, ich meine, wenn dich hier plötzlich einer überfällt, wie soll man da auch aussehen? Ach du Scheiße. Gut, ich fürchte, uns bleibt nichts anderes übrig, als durch diese Tür hier hinten zu gehen. Pünktlich wie immer, DeWitt. Jetzt bleibt nur noch unseren Gast vorzustellen. Bitte kommen Sie herein, Professor. Vater Ernest? Sorge dich nicht, mein Freund. Ich habe ihn gebeten, heute Abend zu uns zu kommen. Der Professor teilt unsere Neugierde und wer sollte besser geeignet sein, unsere Gruppe zu komplimentieren, als einer der berühmtesten Theologen? Zudem sollten wir nicht jene verbannen, die gewillt sind, hinter den Schleier zu sehen. Der Augenblick, den wir so lange ersehnten, ist gekommen. Bitte setzt euch alle und wir wollen mit der Prozedur beginnen. Bald soll sich die Tür öffnen, auf dass wir endlich sehen, was dahinter liegt. Ich bitte euch nun, eure Augen zu schließen. Ihr werdet einen kurzen Stich spüren, während ich das Serum injiziere. Selbst nach all diesen Jahren habe ich ihre Stimmen nicht vergessen. Sie sind der vierte Zeuge. Ich erinnere mich wieder, was geschah, was es war, das wir gesehen haben. Das Auge des Vogels, Malum in See. Was geschah mit uns? Was war es, das wir beobachteten? Sie müssen es mir sagen, Sie müssen mir erklären, was mein Geist nicht begreifen kann. Wegen unserer Neugierde wurden wir verdammt. Wir öffneten, was verschlossen bleiben sollte. Dabei zerrissen wir den Schleier, der unsere Welt von der seinigen trennt. Wir wollten sehen, doch das Auge des Vogels sah uns. Es erinnert sich an uns, es sucht nach uns, ruft uns aus, seinem finsteren Nest, seinem abscheulichen Versteck. All die Jahre versuchte ich, zu ihm zurückzukehren, doch meine Kräfte schwinden. All die armen, bedauernswerten Kreaturen waren zu schwach, zu zerbrechlich. Sie fanden nicht den Weg zurück. Niemand fand ihn. Nur wir. Nur wir vier, die Zeugen. Wer sind die anderen zwei? Wo sind sie? Sie verschwanden wie sie. Ich hörte von niemandem von euch, aber ich wurde von Neugier gepackt. Sie stahl mir meinen Glauben und raubte mir den Verstand. O Herr, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Nichts bleibt zurück, was noch verweilt, ist Kapitulation. Unterwirf dich ihm. Schwer sündigten wir. Und unsere Absolution sind die Flammen. In den Flammen zu brennen. Malum. In. See. Was ist los? Sind wir jetzt in dem Sarg? Und begraben? Das ist nicht gut. Das Abenteuer geht weiter in Episode 3. The Last Door Erinnerung wurde von 450 Unterstützern finanziert. Es wurde veröffentlicht am 21. Juni 2013. Oh mein Gott. Alter. Aber wer ist denn jetzt Baldwin? Ob das einer von den anderen Typen war? Ich meine, vier Leute plus Vater Ernest. Also eigentlich ja fünf sozusagen. Und da haben wir DeWitt und Anthony.
Und naja, Vater Ernest, der ja jetzt auch tot ist, Anthony ist tot, Vater Ernest ist tot. David, ja, wer weiß, ist auf jeden Fall irgendwie begraben. Und dann fehlen ja noch zwei sozusagen, die noch irgendwas darüber wissen könnten. Wow. Wow, und ob Vater Ernest jetzt die ganzen Leichen darunter gekarrt hat oder ob das Baldwin war. Werden wir ja vielleicht nur rausfinden. Auf jeden Fall ein durchaus harter Tobak. Und ja, weiter geht's dann also in Episode 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also bis dann. Tschüss.